Hallo, Hallöle und herzlich willkommen hier zu Exosockte Witcher 3 mit den herzlichen, freundlichen, grauhaarigen, eselohlsigen Herrn Geralt. Ja, der Titel wird immer länger. Und der netten Shani, genau. Die sind hier beide auf dem Hochzeitsfest, aber der Hexer ist nicht himself, sondern wurde ja von Everick übernommen. Everick had the control und Everick macht jede Menge Blödsinn zum Leidwesen des Hexers. Ja, der kann einem echt nur leid tun. Ich bin alles so leid. Und jetzt wollen wir mal schauen, so wie es hier weitergeht. Beeil dich! Es wird langsam peinlich! Tollen Kerl hast du. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel daraus holen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich hab gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Tja. Was geht denn hier vor? Die spielen Sucht den Schuh. Nie gehört? Nie. Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Ja. Sowas. Durch die Mutation werden sie nicht nur unfruchtbar wie Mulis, sondern ihnen wachsen auch Eselsohren. Möchte wissen, was denen noch alles gewachsen ist. Und wenn ich ihn rausfische? Na, dann ist deine Freundin froh, weil du dann ein gut aussehender, praktischer Kavalier bist. Und das war's? Kein Preis? Nicht mal einen Kuss? Hängt von der fraglichen Dame ab. Wenn sie dir einen geben will, gut. Aber müssen muss sie nicht. Tja. Oha. Das war noch nicht alles. Feines Spiel. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Na. Jo, Shani. Ab ins Wasser. Der stellt sich die Sache aber einfach vor, was? Reißt den Mund jedenfalls ordentlich. Da sind eine Menge Schuhe hier unten. Schaut euch das mal an, da. Ein Hexer. Ja, na und? Ein verlorener Schuh, ein verlorener Schuh. Ein verlorener Schuh. Bring mal die ganzen Schuhe hier mit. Was ist da hinten? Da wäre auch noch ein Schuh. Wir nehmen mal alle Schuhe mit, die wir hier kriegen. Auch da ist nochmal ein verlorener Schuh. So, jetzt geht's nochmal nach oben. Schauen wir mal. Haben wir da hier noch irgendwelche Schuhe zu sehen? Sieht nach Nein aus. Wir haben tatsächlich 3 Schuhe gefunden. Ein verlorener Schuh, ein verlorener Schuh. Sieht gut aus. Schön, schön das Wasser hier. Gerade jetzt so bei dem Wetter passt das. Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Oh ja. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken, um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe.
Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Mhm. Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Vielen Dank. Ja, begib dich zur Hochzeitszeremonie in der Scheune. Bad. Jetzt lass uns was anderes tun. Etwas Wildes. Etwas Wildes. Ich werde das Unmögliche voll Regen und Feuer speien. Merkt euch diesen Tag. Ja, ja. Wie spät haben wir es? 23:59. Aha. Da kommen wir dann gerade passend wirklich zu der Zeremonie. Haubenzeremonie. Da wollen wir mal schauen, was das ist, die Haubenzeremonie. Hier ist zumindest die Musik jetzt aktuell ganz schön laut geworden. Aber was die hier machen. Na. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh nur, Shani. Ich komme alleine zurecht. Na, ob das was wird, ich weiß es nicht. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Geralt, das muss nicht sein. Muss nicht sein. Doch, muss. Und ob das sein. Das muss sowas von. Bisher habe ich bäuerliche Vergnügungen eines Edelmannes stets für unwürdig gehalten. Welcher Edle würde schon mit Schweinehirten verkehren wollen? Natürlich genoss ich die Schönheit draller Bauerndirnen und genieße sie noch. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das jeder einzelnen von euch beweisen. Bei Bauern ist das was anderes. Die habe ich nie beachtet. Ein, zwei haben sich um meine Pferde gekümmert. Und dies nicht schlecht, aber Konversation? Nicht mal, wenn man mich dafür bezahlt. Man muss seinen Prinzipien schließlich treu bleiben, nicht wahr? Doch seit heute ist alles anders. Unter all dem Dung ist ein Bauer ein Mensch. Dank euch ist mir das klar geworden. Ihr redet zwar weiterhin nur Mist, aber das macht mir nichts mehr. Dafür danke ich euch und drücke euch meine Zuneigung aus. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Warte, ich bin noch nicht fertig. Oh doch, das bist du. Alle Jungfern gehen zur Haubenzeremonie. Auch du bist eine Jungfer, Shani. Ihr Leut, nun naht die Mitternacht und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar, denn wisst ihr, was ich glaube, die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser auf die frisch Vermählten. Euer Beischlaf soll euch manch ein Kind bescheren. Geht schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie stibitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Jetzt ist es sprichwörtlich. Es ist sie sprichwörtlich unter der Haube gekommen. Drum trinken wir Baden darauf, dass ihr ein Paar seid und dass wir euch haben. Dem heiligen Brauch nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Na, Shani, dann hau mal rein, wa? Ich weiß zwar nicht mit wem, aber nicht mit dem Hexer. Der hat andere Dinge vor. Und mit den Geistern bestimmt auch nicht. Eieieiei, was für eine Supperei. Macht der jetzt noch einen Liebesbrief, oder was?
Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgirds Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Tja, so ist er. Sterbenslangweilig, aber gut. Der Hexer halt. Ja, und da ist das Völkchen noch so am Feiern und der Hexer hat erstmal genug. Kann ich mal gut. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden. Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Es ist nach Mitternacht. Du kannst die hübschen Ohren abnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. So schön sie sind. Ich steck sie weg. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tülpchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Oh yeah. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Pah, wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Shani, Liebling, ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Everek, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt! Aufhören! Bitte! Verschwinde, oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl. Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Scheiße. Ja. Götter, was ist hier passiert? Ja, was hast du mit ihm gemacht? Das war zu hart. Danke, er wurde mir als zu. Was hast du ihm angetan? Ihn dahin geschickt, woher er gekommen ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Diesmal vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Everek wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Na. Ja, ich muss tatsächlich los. Ich sollte bald zu Olgir zurückkehren. Oh, so schnell ist es vorbei. Und ich dachte, wir hätten noch etwas Zeit miteinander. Dumm von mir, nicht? Naja, du hast das auch deinen Job zu tun, ne? Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Genau. Das kannst du durchaus noch machen. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Deine Freundin wird nun gekränkt sein.
Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden, als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Ja, schön mit Ö. Den werden wir bestimmt nochmal sehen. Ob ich nun mag oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ja, finde mit etwas, mit Hilfe deiner, warte mal, deiner Hexersinne etwas, um Shani aufzumuntern. Eine klare Mitternacht. Mhm. Lies Shani Eintrag im Tagebuch, um herauszufinden, was sie aufmuttern könnte. Mhm. Oh, jetzt muss ich hier noch lesen. Wartet mal. Queste, Alchemie, Golossa, war das im Golossa? Bestinaren, Charaktere, Bücher? Nee, Charaktereinträge, wartet mal, Charaktere, da haben wir's. Shani, wurde sie jetzt mit C geschrieben oder mit S? Ich denke mal, mit S war das. Ja. Oh, Kanalisation, alte Freundin, Shani gestoßen, außergewöhnliche junge Frau, unbedarfte Studentin, kennengelernt, Fähigkeit, erst in so in der koreanischen Armee gemausert, militärisch, bla, sowieso, Begegnung mit Lorimir, erinnerte Geräte an Shani, leidenschaftliche, flüchtige Gefühle miteinander gewahrt, sowieso, bla, manchmal schreibt Shani, so Schicksal, sowieso, Poet. Namen darunter zu setzen. Abhängigkeit sicherlich. Vogelbeeren. Ich würde mal sagen Vogelbeeren. Ja. Vogelbeeren. Machen wir nochmal einen Wein. Ein guter Tropfen wird ihre Stimmung heben. Oh. Ein so, ordentlicher Schluck hat noch nie geschadet. Aber wird sie das aufmuntern? Tja, nee, gehen wir mal. Das ob die Idee nehmen. Gut ist? Vielleicht ist sie betrunken noch schwermütiger. Ja, ja. So, was haben wir denn hier noch? Hier draußen müsste es irgendwo sein, Vogelbeeren. Wo haben wir denn hier was? Nee. Ach, das ist die Weinflasche hier, diese Kreis. Okay. Der Teufel soll euch holen. Boah, schwierige Navigation. Oh. Ja, oh. Blub. Ist er hier unten? Das ist alles nicht mal einen Hundepimmel wert. Komm, lass mich doch mal hier durch. Danke sehr. Betrunkener Hochzeitsgast. Kann man den hier irgendwie aufwecken oder so? Keine Ahnung. Untersuchen. Vogelbeere. Ah. Shani hat erwähnt, dass sie früher Halsketten aus Vogelbeeren gemacht hat. Hübsch, schätze ich. Aber wird sie das aufmuntern? Jo. Na gut, ich pflücke welche. Bin ein Romantiker geworden. So, dann gehen wir hier mal Vogelbeeren. Quest aktualisiert. Eine klare Mitternacht. Eine klare Mitternacht, Wahnsinn. Darf ich hier mal bitte durch? Bitte, danke. Ja, ein Mann mit Blumen ist ein Mann mit einer Klemme.
dachte, du musst zu Olgierd. Wir sehen uns so selten. Ich finde, Olgierd kann bis morgen warten. Lächeln, Chani. Du weißt noch, dass ich Vogelbeeren mag? Ich weiß noch vieles über dich. Die Hochzeit ist noch in vollem Gange, aber du siehst aus, als wäre es eine Beerdigung. Warum so traurig? Traurig ist das falsche Wort. Als ich die Girlande fing, ist mir was aufgefallen. Die Jahre fliegen vorbei und ich pumpe immer nur Mägen aus und nähe Gliedmaßen wieder an. Allein. Du hast doch Freunde. Du hast Freunde. Mich zum Beispiel. Dann trinken wir auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Der Alkohol setzt den Musikanten zu. Sie treffen keinen Ton mehr. Gehen wir spazieren. Gute Idee. Ja, klare Luft ist immer was Gutes. Besonders wenn die Musiker nicht mehr können. Die armen Musiker, oh ja. Hat dir die Hochzeit gefallen? Ja. Sie war eigentlich ganz schön. Sie war nicht übel. Ich hätte mich sogar amüsieren können, wenn ich nicht dem Geist eines Irren als Puppe hätte dienen müssen. Ja. Aber ich muss zugeben, dass ich dank ihm manches erlebt habe, was mir sonst entgangen wäre. Ja, das dürfte durchaus sein. Hundejagden im Wald? Prügeleien mit Zaunlatten? Du vergisst, dass da auch ein Kuss war. Das war so eindeutig, Wladimir. Ich hätte fast vergessen, dass du dabei warst. Es war sein Wille, sicher, aber mein Körper hat mich an die alten Zeiten erinnert. Wysima, meinst du? Ich dachte, du hättest unsere ganze Katriona-Geschichte vergessen. Die Seuche ist lange her, ja. Aber die romantischen Seiten dieses Abenteuers werde ich nicht vergessen. Tja. Also einen schönen Spaziergang könnte ich keine auch mal gut Sorgen machen. Wegen der Finanzen. Meine Werkstatt läuft hervorragend. Ah, da bin ich froh. Wir sind ziemlich knapp bei Kasse. Sag dem alten Besen aber nicht, dass ich dir das gesagt habe. Keine Bange, Herr. Ich schweige wie ein Grab. Wir Männer müssen zusammenhalten. Genug mit dem Herr. Ich bin Wassi. Du kannst auch Papa zu mir sagen. Danke, Papa. Es ist mir eine Ehre. Trinken wir darauf. Juppidu! Die Familien wachsen zusammen. Schwiegerväter und Schwiegersöhne. Nach dem ersten Schnaps verbrüdern sie sich oder polieren sich die Visagen. Ja, diese zwei Möglichkeiten. Ich hatte schon befürchtet, dass die Hochzeit gar nicht stattfindet. Wegen der Statusunterschiede? Mhm. Jonas Familie hat Aldona als unwürdig betrachtet. Aber offensichtlich lieben sie einander. Da geben Eltern normalerweise nach. Ich weiß nicht. Meine Mutter würde sich nie mit einem Ungeeigneten abfinden, ob ich nun schwöre, ihn zu lieben oder nicht. Ja, so ist es, Mütter. Ich wünsche euch jedenfalls erstmal einen schönen Tag. Geht ruhig auch mal spazieren. Das Wetter ist doch super. Genießt es. Man weiß nicht, wie lange das Wetter so super ist. In dem Sinne euch alle. Ja, bis morgen wieder. Dann machen wir diesen Spaziergang hier weiter. Ne? Also, ciao, ciao und bye, bye.